Ja, beim Kampf um den Dancing-Star-Titel werden auch schon mal die Ellbogen ausgefahren, besonders, wenn man mit Janin Ullmann trainiert. Nach dem 60-Punkte-Hammer steht für sie und Tanzpartner Zsolt Sándor Csecke in der 10. Let's Dance Show, 6. Mai 2022, unter anderem der Trio-Dance an. Dabei bekommt das Tanzpaar Unterstützung von Profitänzer Evgeny Vinokurov. Janin gemeinsam mit zwei Männern auf dem Tanzparkett, eine völlig neue Situation für die 40-Jährige. Da drehen die Arme schon mal durch. Ich hab den Jungs ab und zu mal aus Versehen eine mitgegeben, so Janin. Aber nicht nur die Herren der Schöpfung müssen leiden. Auch Janin selbst hat so ihre Blessuren, und die zeigt sie uns im Video. Janin Ullmann, Zähne sind noch alle drin. Viertelfinale bei Let's Dance, und Janin ist immer noch im Rennen. In vier Shows hat die Quickstep Queen gemeinsam mit Zsolt volle 30 Punkte abgeräumt. Dass die Tanzreise so viel in ihr auslöst, hätte Janin im Vorfeld wirklich nicht gedacht. Die 40-Jährige hat Blut geleckt und gibt beim Tanztraining alles. Besonders der Trio-Dance ist eine Herausforderung für sie. Doch eines ist schon mal gut. Trotz diverser Kinnhaken und blauer Flecken sind sowohl bei Zsolt als auch bei Evgeny noch alle Zähne drin. Warum Janin ihren Körper beim Tango zu dritt aber nochmal ganz neu kennenlernt, erklärt sie ebenfalls oben im Video.